Wüste, zerstörte Hypertruhe. Es wird wahrscheinlich hier sein. Natürlich geht das hier nicht auf. Wer hätte es auch anders da ahnen können? Okay, im Stehen. Ja, wozu auch? Lass mich raten, das funktioniert auch nicht. Also das ist asozial, was sie hier jetzt gemacht haben. Natürlich. Erst so richtig assige Gegner in extrem ekelhaften assigen Massen. Da ist auch schon wieder... Alter, einer von... Die Viecher sind widerlich. Weil dem seine Drohnen können mich halt aufspüren. Das bedeutet, du kannst dich nicht mehr von hinten an diese Wichser ranschleichen. Da das... zu ungewöhnlich vielen Funken. Steckte ein Nativer dahinter? Im Namen der gefallenen Sentinels werde ich ihn finden. Warte mal, ich bleib hier tatsächlich. Verringerung, Angriffskraft bei vielen. Ich habe doch irgendwo so ein Ding, das mir Lebenspunkte wieder gibt. Zusätzlich festgelegter Schaden bei Kombo-Angriffen, Angriffstempo. Hier. Das brauche ich auf jeden Fall. Zumindest bis ich die Dinger wieder habe. Na komm, ich weiß, dass du hier bist. Ah, kannst du vergessen. Ist mir vielleicht auch gerade wesentlich lieber. Au. Also die Lebenspunkte sind für den Arsch. Das lohnt sich nicht. Das lohnt sich nur bei kleinen Gegnern. Wir haben nur dank Orkal überlebt. Wir haben es hierher geschafft. Bis hierher geschafft. Der Staat, die Saat, die Orkal gesät hat, wird eines Tages Früchte tragen. Daher bitte ich euch, königliche Garde, beschützt ihn bis zu einem allerletzten Atemzug.
das Ganze komplett vergessen. Das. Was zum Geier? Alles okay? Nee. Du brauchst Hilfe. Du hast ganz schön was abbekommen. Schon gut, das ist nicht wichtig. Ich möchte dich um einen Gefallen bitten. Erzähl mir mehr. Der Hauptmann hielt die Sandstürme in der großen Wüste für eine Anomalie. Deshalb sollten unsere Soldaten sie untersuchen. Macht Sinn. Das Ödland Sonderkommando wurde mit der Mission beauftragt. Als wir die Überbleibsel der Kolonie und die Archive in den Ruinen durchsuchten, fanden wir heraus, dass das Terraforming-System defekt war und das gesamte Gebiet in eine Wüste verwandelt hat. Richtung Süden gibt es einen Turm. Wegen des Sandsturms kann man ihn von hier nicht sehen. Mit den Wartungsdrohnen wollten wir den Solarturm neu starten, um das System wieder mit Energie zu versorgen. Macht Sinn. Hey, du musst erstmal versorgt werden. Schon okay. Wir hatten 4 Drohnen und kämpften uns zum Kontrollraum des Turms vor. Es war so dumm von mir, dort nicht mit einem Nativer zu rechnen. So viele meiner Leute wurden getötet. Ich oh nein. Knapp überlebt. Das werde ich doch nicht schaffen, ey. Würdest du bitte die Drohnen, die wir bereits hatten, liegen bestimmt noch in der Nähe des Turms. Aktiviere alle Drohnen und bring den Turm wieder zum Laufen. Hab ich vor. Wenn du das schaffst, tust du uns einen Riesengefallen. Und meine Leute sind nicht umsonst gestorben. Okay, ich kümmere mich drum. Und du behandelst bitte deine Wunden. Danke. Ich habe die Befürchtung, ich bin in einer ganz miesen Pattsituation. Viel zu viele Gegner. Na klar. What the fuck? Darf ich mich irgendwo heilen? Die Oase, ein Ort voller schöner Erinnerungen. Mein Grab könnte kaum vollkommener sein. Nun ist es Zeit, ja. Die Oase. Was verdammt nochmal ist hier passiert? Die Person, nach der Beatrice sucht, muss hier irgendwo sein. Adam, da drüben! Ich sehe jemanden. Was macht er denn da? Oh, es ist Clyde. Das gibt's ja nicht. Ich hätte nicht gedacht, dass der noch lebt. Manche Menschen wandern lieber umher, statt auf die Seite zu kommen. Oh nein, nicht der hier. Ich weiß, was du kannst dir versuchen. Ich hasse diesen Scheiße, ey. Ich hasse diese Gegner. Oh, Mann!
Diese Gegner sind so asozial, ey. Immer so richtige Assi-Gegner reinbringen. Ich hasse sowas. Hauptsache Traubennektar. So ein Rotz. Also wenn ich mich hier nicht heilen kann, oder? Okay. Wenigstens zum Ausruhen. Hey. Natürlich nicht. Du darfst hier nicht sein. Ein Nativa könnte dich finden und das. Was? Wieso ist dir denn das so wichtig? Hey, ignorierst du mich? Lol. Prüf das Werkzeug auf manuelle Daten. Es ist keine Waffe. Vielleicht ein Werkzeug zum Sammeln von etwas. Es ist elastisch, aber nicht sehr robust. Und dünn. Würde mich nicht wundern, wenn es kaputt geht. Oh, wei. Hauptsache angeln. Och nee, warum muss man angeln immer so schwer machen? Och nee, ey. Oh, Hauptsache ganz viele Knöpfe drücken. Macht's doch einfach. Was zum Geier? Bitte nicht. Jetzt muss ich für diese scheiß Quest auch noch angeln. Willst du mich verarschen? Oh, das ist ja mal eine Überraschung. Sind alle Engel bei dem, was sie tun, so fürchterlich begabt? Du bist überrascht? Das hätte ich von jemandem, der an so einem Ort haust, nicht unbedingt erwartet. Boah, das mit dem Angeln. Als der Untergang der Kolonie uns alles nahm, war das Fischen das Einzige, was mir noch blieb.
verseuchte Flüsse in der Stadt, Stauseen im Untergrund, karge Ufer. Ich bin überall rumgekommen, immer mit meiner treuen Angel in der Hand. Wenn ich ehrlich bin, habe ich damals wohl schon aufgegeben. Das ist... Aber das ist gefühlt eine Ewigkeit her. Ich bin jetzt schon eine Weile hier. Sieh nur, das Wasser ist klar, wunderschön. Die ganze Welt ist eine Müllhalde. Ich kann mir keinen schöneren Ort als diesen hier vorstellen. Macht Sinn, aber... Scheiß auf Mother's Sphere. Früher habe ich einfach alles verflucht. Aber wenn ihr Wille mich an diesen Ort geführt hat, kann ich wohl damit leben. Not bad. Du... Verstehe. Du hast viel durchgemacht. Jeder hier hat viel durchgemacht. So ist unsere Welt. Genau wie du, nicht wahr? Ich will ja nicht über die Zukunftspläne eines Engels mutmaßen. Aber komm wieder, wenn du dich fürs Fischen interessierst. Vergiss es. Das kannst du komplett vergessen. Das ist ja mal ein... Ja. Wenn ich dich so reden höre, nehme ich mal an. Was auch passiert, es ist, wie es ist. Ich habe nicht genug Kohle. Ah, Angelpunktzahl, okay. Mikrospule. Zufällig an mich denkst, komm vorbei. Okay. Was ist das für eine Mission? Starte die Drohne neu. Bringe Franks Gegenstände aus der großen Wüste zurück. Ich muss auf jeden Fall die Drohnen wiederherstellen. Ah, okay. Ist aber schönes Wasser hier. So, dann haben wir das doch auch gemacht. Sieht aus, als sei er tief hinabgesunken. Aber sieht nicht so aus, als hätte ein Nativer angegriffen. Nein, sieht eher aus, als sei er während der Flucht von hinten mit einer Klinge verletzt worden. Vielleicht. Aha. Bitte ja. Ich muss mir einfach neue Sachen holen. Die Wüste ist echt ein Kanzergebiet, ey. Die soll springen. Jetzt, wenn ich merke, dass sie den Asch abgestochen hat von hinten. Engel! Es ist lange her. Ich wollte mich nach meiner Bitte erkundigen. Wir hatten Glück und haben ihn gefunden. Aber... Oh, vielen Dank. Bitte gib ihn mir zurück. Ja. Hier. Oh, mein Schatz. Endlich bist du zu mir zurückgekehrt. Wie
wirklich schade, dass auch der Speicher so stark beschädigt wurde. Aber mach dir keine Sorgen. Egal, was du bist, ich werde dich immer lieben. Für immer. Hey, Beatrice, richtig? Kann es sein, dass... Bist du dir sicher, dass das ein Nateba war? Ich hab ganz komisches Gefühl. Was machst du hier? Ich wusste nicht, dass du noch hier bist. Ich glaube, die ist komplett gaga. Die Frage ist doch offensichtlich. Vertraust du mir etwa nicht? Nach deinem Grinsen. Das sah nicht aus wie das Werk eines Netebers. Du warst nicht da, Engel. Du warst nicht da. Ich schon. Mein Schatz wurde von einem Netiber getötet. Ich hab's mit eigenen Augen gesehen. Ich hab's gesehen. Ich bezahle dich, wie versprochen. Aber ich wäre dir dankbar, wenn du aufhören würdest, solche unsinnigen Behauptungen aufzustellen. Verschwinden wir von hier. Irgendwohin, wo uns niemand stören kann. Ich verstehe. Die hat doch bestimmt den Typen abgeschlachtet, weil sie irgendeine Besessenheit hat oder so. Und er wollte sich wahrscheinlich von ihr trennen oder so. Irgendwas war doch da. Nachdem das Befreiungsbündnis die Wahrheit über Orca enthüllte, wurde uns mit Unterdrückung geantwortet. Unser Verbündeter Aaron wird vermisst. Und wir sind dazu gezwungen, uns auf das Überleben der Leute auf unserer Seite zu konzentrieren. Wir haben nicht genug Zeit, um uns auf einen Kampf vorzubereiten. Doch Orkal, dieser Despot und Lügner, darf auf keinen Fall weiter regieren. Wir müssen unnachgiebig bleiben. Kommt, gehen wir zum Sandsturm der großen Wüste. Findet euch bei der wunderschönen Statue der Göttin am westlichen Rand der großen Wüste zusammen. Dort kann er uns nicht erreichen, also können wir unsere Streitmacht sammeln. Wir kennen nun die Wahrheit und jene, die mit der Wahrheit vertraut sind, können nicht nachgeben. Die Wahrheit kann nicht auf ewig verborgen bleiben. Denkt daran, in der Einheit liegt die Stärke. Xion wird wieder auferstehen und Tyrannei und Verrat werden der Vergangenheit angehören. Das ist... Ja, diese Leute. Sie behaupten, Orkel wäre ein verherrlichter Diktator, der die Macht der Netivas nutzt, um sein Volk zu unterdrücken. Aber Orkel ist doch der Prophet. Er hat die Menschen hier gerettet. Ja, sicherlich. Aber immer mehr Menschen zweifeln selbst an Mother Sphere. Vom Propheten mal ganz abgesehen. Menschen nehmen auf ihrer Suche nach der Wahrheit so viel auf sich, aber sehen nicht, was direkt vor ihnen ist. Ich muss dem nachgehen. Ja, gute Idee. Ich werde dir meine Schätze nicht geben. Finde die Schätze. Beschütze die Schätze. Oh, muss ich mit... Quatsch, das ist doch was Falsches. Alles leer. Sag mal. Sprich mit Cedric. So, ich habe was für dich. Was? Meine Güte. Es gab also tatsächlich eine Energiequelle.
Jetzt gib sie her, Engel, sofort. Wir hatten eine Abmachung, du musst sie mir geben. Ein Engel sollte nicht lügen. Gib sie her. Bitte was? Sag mal, für wen hältst du dich eigentlich? Eve, da hinten ist ein Fusionsantrieb. Seltsam, oder? Warte, du kannst nicht... Los, finden wir raus, was hier vor sich geht. Habe ich mir schon fast gedacht. Was ist das denn? Na gut. Das ist meine Frau. Sie ist schon vor langer Zeit gestorben. Deine Frau? Warum hast du nichts gesagt? Wie könnte ich? Ich wollte nichts riskieren, aber das ist ja jetzt auch egal. Tja, mehr gibt's dazu nicht zu sagen. Ich mag große Reden schwingen, aber ich bin auch nur ein Mensch. Na, offenbar ist er doch kein so schlechter Kerl, hm? Wenn er nicht so ein Arsch wäre. Die Fusionszelle. Oh, okay. Danke. Ja, siehst du, mit Ehrlichkeit kommt man immer am besten weiter. Eve ist doch kein Unmensch. Ich dachte, hier geht's noch weiter oder so, aber ja. Hast du noch was zu sagen? Engel, da bist du ja. Die Fusionszelle erfüllt ihren Job. Also, was brauchst du? Okay, er kann mit mir nicht handeln. Missionen. Lauderjagd zum schwarzen Brett. Vergessen. Ich will gleich noch mal gucken, ob Sisters Junk noch was hat. Sag mal, bin ich doof? So, jetzt aber. Sonst geht's dir gut, Zui. Aber so kann ich halt. Ich habe das Heilmittel für Sonnenhörn geholt. Ich hoffe, das ist bei der Behandlung der Tante und deiner Frau. Ah, okay. Naja, ich habe mich nie, das Sendeln zurückgezogen habe, ist alles, was mir noch bleibt, das Aquarium meiner Frau. Das Aquarium hilft mir dabei, den Verlust meiner Frau zu verkraften. Heute Morgen habe ich jedoch eines der Igelfische tot gefunden. Zu sehen, wie auch nur ein Igelfisch im Aquarium überschwimmt und mehr schwimmt, betrügt mich. Kann mir jemand einen Igelfisch angeln? Oh wei, bitte nicht. So, dann will ich nochmal hier. Nochmal mit der Kleinen schwätzen. Willkommen bei Sid Engel. Wir sehen uns. Willkommen. Kannst du deine Bitte nochmal wiederholen? Bitte, suche für mich in Nordwirwan bei großen Ruin das furchtbare Monster, das uns verfolgt. Okay, ich behalte es im Hinterkopf. Meine Gefährten. Es ist schön. Okay, Engel. Ich werde mich bitte. Danke, Kaya. Ich will doch einfach nur gucken, was du noch hast. Willkommen bei Engel. Wir sehen uns in. Willkommen. So.
dir so oft zu sehen, Engel. Oh mein, kann ich mal bitte aufhören, ins Mikrofon zu stöhnen? Das würde die gleich, als würde ich die gerade lecken. Das ist ja unglaublich. Gegenstände. Ja, da würde ich doch gerne nochmal hin. Modifikationen. Hält sich tatsächlich in Grenzen. Meine Gefährten warten. Ich muss los. Es ist schön. Okay, Engel. Danke, Kaya. So. Habe ich doch alles wieder aufgefüllt. Das ist doch super. So, was sagen meine Missionen? Wo ist der Gegenstand? Ruin, Ruin. Suche Kara. Suche dort. Irgendwo. Mu, Drohne. Okay. Ich will mal gucken, ob ich zum Digger kann. Aber vorher will ich mich noch mal heilen. Also die große Wüste, die Monster dort sind assi. Widerlich. Oha. Was können wir denn hier sammeln? Siehst du, was freigeschaltet werden kann? Das sieht doch wieder nach einer Augenweide aus. Beta. Fesselt Schubenergie und greift nahe Gegner mit einem tödlichen Schlag an. Was ist denn das? Die dritte Hyperzelle macht uns jeden. Das Drohnen-Upgrade-Modul wird nicht. Ist auch nicht schlecht. So, da will ich mal in diese Wüste. Nebenmissionen machen schon Spaß, aber... Manche Gegner sind einfach widerlich. So, jetzt gehe ich mich hier erstmal hier ausruhen. So, Schnellreise.
habe eine Frage. Ja, vorbei. Worum geht's? Erinnerst du dich daran, wie dein Ich-Bewusstsein geformt wurde? Daten senden, empfangen, abspeichern, verarbeiten. Nach abertausenden Sekunden des Lernprozesses habe ich schließlich gelernt, dass ich einfach nur ich selbst bin. Ist das so? Bei mir waren es 27.404.091 Sekunden des Lernens. Ziemlich enttäuschend. Laut meinen Recherchen gibt es zwischen anderen Menschen und mir keinen großen Unterschied beim Formen des Ich-Bewusstseins. Nicht einmal bei besonderen Menschen wie dir. Ich habe mit meinen Kameraden noch nie über so etwas geredet. Ich frage mich, was Taki gesagt hätte. Perfekt. Eve, ich schließe jetzt die Konfiguration des Geräts ab. Ich brauche nur ein letztes Mal deine Hilfe. Schieß los. Eine simple Aufgabe. Du musst den Netzwerkcode eingeben und den Kommunikationsknoten aktivieren. Na super. Und ich werde für die Verbindung in den Standby-Modus wechseln. Alles klar, wenn du darauf bestehst. Wenn irgendwas schief scheinbar nicht. Ist das nicht meine Schuld, verstanden? Ich weiß deine Sorge zu schätzen. Aber ich rechne nicht mit ernsthaften Problemen. Scheinbar nicht. Aber ich habe doch X gedrückt. Jetzt. Ich weiß gar nicht, wie viele Zuschauer wir aktuell haben, aber in der letzten Zeit geht es auch wieder zurück. Netzwerkgerät ist zerstört. Wie ist es gelaufen? Ich bin immer noch ich. Ich konnte nicht in den IoT-Modus wechseln. Allerdings hat sich nichts verändert. Meine Hypothese? Bedauerlicherweise verstehe ich jetzt noch weniger, was mit mir passiert ist. Was hast du denn erwartet? Wenn man bedenkt, was vielleicht, weil du dich beim Spielen oft nur aufregst. Ach Quatsch. Herauszufinden, warum ein Bewusstsein entsteht. Das Problem liegt einfach darin, dass ich halt außerhalb von Farming-Spielen, die meine Stammzuschauerschaft viel zu langweilig empfindet, versuch doch etwas anderes. Halt sonst jetzt nicht so extrem gut bin. Allein machst du so kaum Fortschritte. Aber ich habe auch aktuell nicht so viel, was ich zu berichten kann. Danke also, früher war ich sehr aufgeregt, wenn ich meine Let's Plays damals gemacht habe, aber das hält sich jetzt auch alles in Grenzen, weil es einfach sich, weil es gefühlt sich halt, es lohnt sich halt kaum. Was zum Geier? Also wirklich nach Sion? Korrekt. Ich weiß nicht genau, was ich einpacken soll. Es fällt mir schwer. Das ist alles neu für mich. Mach langsam. Nur keine eine. Was kann ich denn bei dem kaufen? Waffenkern. Bei dem kann ich Sachen kaufen, verstehe. Unsere Beziehung ist noch konstruktiver geworden. Alter Schwede. So Drohnen-Upgrade-Modul.
Nekromotor. Ja. Danke. So, das läuft doch ganz gut. Jetzt will ich noch zum Schnellreisesystem. Sag mal. Bin ich doof? Maybe I am. So, hier haben wir den Schnellreisepunkt. Gibt's hier irgendwas? Ja! Super! Angriffskraft erhöht. Nicht viel, aber immerhin. Dann ab nach Xion. Und ab in die Wüste und aufpassen, alter Schwede. Die Wüste ist ein bisschen brutal. So, eine Aufzeichnung erwähnt wird. Neu, suche Kara. Große Wüste, große Wüste. Große Wüste, okay. Diese Tussi. Komm zum Tetrapod zurück, wenn was. Was ist das Grüne? Ach so, das ist wahrscheinlich nur Backart. Wenn man das so nennt, keine Ahnung. Aufspüren. Versorgungslager. Verschüttete Ruine. Gib dich zu dem Ort. Ja, das ist alles okay, aber ich habe eher das Gefühl. Wachturm der Wüste. Suche Kara. Aufzeichnungen. Dann versuche ich die Drohnen mal zu machen. Dann habe ich nämlich es wesentlich einfacher. Alleine die Drecksau ist kein Problem. Ich habe nach vorne und Kreis gedrückt, aber... Warum spielst du nicht mehr Farming-Spiele, wenn da mehr reinschauen? Ah, weil das auf Dauer halt auch langweilig ist. Zum Beispiel. Ich meine, ich finde die Dinge halt ultra langweilig und das kann ich nachvollziehen. Dementsprechend, das ist halt immer so ein Hin und Her. Und nur Farming-Spiele, nur wegen den Zuschauern, mache ich halt auch nicht. Bis jetzt hatte ich immer die meisten Zuschauer bei Ranch Simulator.
Und an sich ist das Game ja nicht schlecht. Nur ich finde die, das Kampfsystem ist halt nicht ganz durchdacht. Alter, sind die schon wieder? Willst du mich verarschen? Das ist doch scheiße. Wir sollten wenigstens für eine gewisse Zeit tot bleiben, ne? Weißt du, das sind so diese kleinen Feineinheiten, die dann einfach mal...